Sie wagt es, und das mit 66 Jahren. Desiree Nick lässt für das Männermagazin Playboy die Hüllen fallen. Die Mutter der provokanten Unterhaltung ist das Covergirl der Oktober-Ausgabe. Mit ihren Nacktfotos möchte die Kabarettistin, Schauspielerin und Autorin, die als Deutschlands spitzeste Zunge bekannt ist, eine klare Botschaft vermitteln. Ich möchte mit den Fotos für den Playboy zeigen, dass die Wahrnehmung der Frau in der Mitte des Lebens und in der zweiten Lebenshälfte sich massiv verändert hat. Man muss Klischees über Bord werfen. Die Hälfte der Frauen beginnt eigentlich ab 50 erst zu erblühen, erklärt sie im Interview mit dem Magazin. Für sie sei das Shooting ein Akt gegen Ageism, also gegen Diskriminierung von alten Menschen. Die Fotos sind in einem edlen italienischen Palazzo entstanden. Passend zur Kulisse setzte Nick für ihr Coverfoto auf einen glamourösen Look. Zu goldenen Perms und Accessoires setzte sie obenherum lediglich auf einen rosafarbenen Tüllkimono mit goldenen Pailletten und Federbordüre. Ihre blonden Haare sind zu einem eleganten Dutt gestylt worden. Zu der Entscheidung, das Nacktshooting im Alter von über 60 Jahren zu machen, erklärt Nick: Mich gab es so nicht mit 20. Mich gab es so auch nicht mit 30. Ich bin eigentlich so geworden durch meinen Sohn, durch die Mutterschaft, durch die Verantwortung, durch die Unabhängigkeit und durch die Selbstbestimmtheit. Sie wolle Rollenbilder und Klischees durchbrechen. Ich habe all das, was man erotische Reize nennt, in eine völlig neue Altersklasse transportiert. Nachgeholfen habe sie bei ihrem Körper übrigens nicht. Ich gehe mal für Botox zum Doktor, aber das gehört ja zur Kosmetik. An meinem Körper ist absolut nichts gemacht, stellt die 66-Jährige klar.